Erstmal nochmal vielen Dank für die Einladung und ich freue mich natürlich sehr über die Gelegenheit, etwas über einen zentralen Forschungsansatz des IKTFs heute zu erzählen. Und Sie wissen das schon, worum es geht, nämlich die Lebensstile der NichtbesucherInnen und in Kombination mit Herrn Schweibens heute natürlich auch als Basis für Personabildung. Ich würde, bevor ich da direkt reingehe, allerdings tatsächlich nochmal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen, nämlich zu der Frage, Nichtbesucherinnen für Kulturangebote begeistern. Und ich denke, man kann unterstellen, dass das für die meisten Kulturangebote auf jeden Fall ein zentrales Ziel ist, möglichst viele und verschiedene Menschen zu erreichen. Und ich meine jetzt nicht nur Kulturinstitutionen, ich meine genauso gut Kulturprojekte, verschiedene Sparten, an der Stelle erstmal vollkommen irrelevant. Und ich würde behaupten, dass um da überhaupt hinzukommen, es erstmal zentral ist, überhaupt möglichst viele Kenntnisse über die Besucherinnen zu haben und über die potenziellen Besucherinnen zu haben. Das kann man dann nutzen für verschiedenste Sachen, einmal als Basis für allgemeine Strategieentwicklung in den Häusern, aber natürlich auch rein operativ für die Entwicklung neuer Angebote oder Vermittlungs- oder Marketingstrategien oder vielleicht hat man auch kommunikatives Ziel gesetzt. Auch dafür ist es äußerst hilfreich. Man kann es auch nutzen, um zu schauen, ob das, was man gerade macht, eigentlich Erfolg verspricht, wenn man sich vorher überlegt hat, wo man damit eigentlich hinkommen wollte. Und so ist es natürlich inzwischen auch so, dass relativ viele Kultureinrichtungen und auch Projekte inzwischen Besucherinnenforschung betreiben, wenn auch nicht immer regelmäßig, und einige sogar schon Nichtbesucherinnenforschung. Und wenn man jetzt da ein bisschen in diese Studien reinguckt und auch in die Marketingliteratur, und dann sieht man, dass Besuche und Nichtbesuche und Zielgruppenbildung bislang eigentlich oftmals vor allem über soziodemografische Faktoren gemacht wird. Das kennen Sie, das ist dann sowas wie formale Bildung, Alter, Geschlecht oder Einkommen. Das liegt einmal daran, dass das vergleichsweise einfach zu erheben ist und man, wenn man Glück hat, das auch mit Daten vor Ort ganz gut vergleichen kann. Also wenn man zum Beispiel aus der kommunalen Statistik Verteilungen der Bevölkerung hat, dass man eben gucken kann, okay, ich erreiche X% Personen, die sich als Mann oder Frau bezeichnen und in der Bevölkerung ist es vielleicht anders verteilt. Ich würde allerdings sagen, wenn man da in die Studien reinguckt, Nichtbesucherinnen und Besucherinnen nach Soziodemografie, ist das einfach nicht so richtig spannend und für die praktische Arbeit teilweise auch tatsächlich gar nicht so richtig hilfreich. Denn da sieht man eigentlich in der Regel immer, Soziodemografie, stärkster Einflussfaktor ist formale Bildung. Das kennen Sie. Also je höher der formale Bildungsgrad, desto wahrscheinlicher ist, dass jemand bei einem Kulturangebot auftaucht. Man sieht teilweise Alterseffekte, die sind dann aber pro Angebot auch einfach unterschiedlich. Zum Beispiel ist das Publikum von Kunstmuseen verhältnismäßig alt im Schnitt, aber von Kinos wieder verhältnismäßig jung. Und wenn man sich die Faktoren wie Geschlecht und Einkommen anschaut, dann erklären die ganz allgemein nur relativ wenig, ob jemand Kulturangebote besucht oder nicht. Manchmal sieht man da auch Effekte, sowas wie bei Technikmuseen sind dann im Verhältnis mehr Menschen, die sich als Männer bezeichnen. Aber ganz generell ist das nicht besonders aussagekräftig. Naja, und dann stellt sich natürlich die Frage, okay, und nun, was mache ich denn jetzt damit, wenn ich solche Daten habe? Und viel spannender aus unserer Sicht ist ein anderer Ansatz, der kulturelle Teilhabe nach Lebensstilen oder nach sozialen Milieus betrachtet. Und dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr. Bevor ich da in die Tiefe einsteige, was wir so gemacht haben, noch mal ganz kurz zusammengefasst, woher diese Idee Lebensstile eigentlich kommt, was das ist und was ist denn überhaupt ein Lebensstil, ein soziales Milieu. Und wenn man da in die Literatur schaut, dann sieht man ganz erstmal, dass das schon aus den 80ern kommt. Also es ist keinesfalls ein neuer Ansatz, sondern die Soziologie hat sich damit schon vor langer, langer Zeit beschäftigt, mit der Erkenntnis, dass eben soziostrukturelle Faktoren, wie jetzt zum Beispiel die oben genannten, einfach an Erklärungskraft verlieren, wenn man soziales Verhalten erklären möchte und dass eben diese Lebensstile oder sozialen Milieus, ich verwende das jetzt hier mal frecherweise synonym, einfach als ergänzender Erklärungsansatz total hilfreich sind. Und ein Lebensstil oder ein soziales Milieu beschreibt letztlich Verhaltensweisen, Interaktionen, Meinungen, Wissensbestände und bewertende Einstellungen eines Menschen oder einer Gruppe von Menschen. Und dazu gehören dann letztlich eben auch so Sachen wie, welche Produkte man kauft, was man in seiner Freizeit macht, mit wem man das zusammen macht, was man für einen Geschmack hat und dann entsprechend eben auch, welche Kulturnutzung man an den Tag legt.
Und das vielleicht bedeutet nicht direkt schon, dass so zur Demografie komplett egal ist. Das ist normal die erste Rückfrage, die kommt, weil logischerweise, also das beschreibt ja Ressourcen. Also wenn ich gar keine finanziellen Mittel habe, dann kann ich natürlich auch nichts tun. Aber sagen wir, ich habe ein gewisses Level an finanziellen Mitteln, dann entscheidet letztlich der Lebensstil, was ich damit mache. Und ich glaube, das ist auch relativ einfach ersichtlich, wenn man sich einfach nur mal überlegt, wie die AkademikerInnen im Umfeld so agieren. Sie sehen ja auch nicht alle automatisch in die Oper. Manche nutzen ihr Geld eben zu was ganz anderes. Und daher würde ich jetzt sagen, aus unserer Forschung raus, Lebensstile haben eine stärkere Erklärungskraft für kulturelle Teilhabe als Soziodemografie. Und dazu habe ich noch mal ein kleines, sehr plakatives Beispiel zum Schmunzeln mitgebracht. Denn es gibt sowas wie soziodemografische Zwillinge und an denen kann man das ziemlich gut erkennen, warum das allein mit Soziodemografie einfach nicht so richtig zielführend ist. Also ein schönes, prominentes Beispiel dafür für ein soziodemografisches Zwillingspaar sind Prinz Charles und Ozzy Osbourne, denn die haben tatsächlich nach Soziodemografie in vielen Punkten sehr große Ähnlichkeiten. Und trotzdem würde man ja nicht auf die Idee kommen, dass die exakt die gleiche Zielgruppe für kulturelle Angebote sind. Und so was man aus den Medien mitbekommt, ist die Kulturnutzung, die sie an den Tag legen, eben einfach auch total unterschiedlich. Aber um mal vom Schmunzeln wegzukommen, was man daran sieht, ist eben auch, dass man also erstens einen Lebensstil von einem jungen Menschen auch in hohem Alter haben kann und umgekehrt junge Menschen auch einen Lebensstil an den Tag legen können, den vielleicht normalerweise eher ältere Personen haben. Es wird da immer von sozialer Durchlässigkeit gesprochen. Also ganz frei ist es wahrscheinlich nicht, welchen Lebensstil man wählt. Wie gesagt, also von Ressourcen hängt es schon teilweise ein bisschen ab. Aber grundsätzlich ist die Idee hinter den Lebensstilen, dass man selber mitentscheidet, wie man eigentlich sein Leben gestaltet und wie man so tickt. Und wenn wir jetzt ganz kurz mal reingucken, welche Typologie wir verwenden im Institut für kulturelle Teilhabeforschung, dann ist das die Typologie von Soziologe Gunnar Otte. Wir nutzen das sowohl in unserer Bevölkerungsbefragung als auch in den einrichtungsübergreifenden Besucherinnenforschungsbefragungen, also in Museen, in Theatern, in Opern, aber eben auch unabhängig davon, ob öffentlich finanziert oder nicht finanziert, ob große Einrichtung, kleine Einrichtung. Das Spannende an Gunnar Ottes Typologie ist, dass sie ein bisschen anders funktioniert als viele andere Typologien, die Sie vielleicht schon kennen. Man braucht nämlich für die Zuordnung zu einem Lebensstil bei Ihnen nur 12 Statements. Das ist relativ wenig und das passt in fast jeden Fragebogen am Ende auch rein. Und wenn wir mal ganz kurz auf dieses Bild gucken, wie funktioniert das denn letztlich? Also er hat 9 Lebensstile gefunden, die sehen Sie in diesen kleinen Kästchen und links auf dem Bild sehen Sie das Ausstattungsniveau von niedrig bis hoch und von links nach rechts, muss man ein bisschen überlegen, wie Sie das auf dem Bildschirm sehen, von links nach rechts sehen Sie den Modernitätsgrad und inwieweit Personen biografisch schon geschlossen sind oder noch relativ offen. Das ist von ihm aus ganz bewusst auch kein Instrument der Marktforschung, sondern Gunnar Otte hat sich mit sozialer Ungleichheit beschäftigt. Und trotzdem kann man das Instrument aber natürlich auch verwenden, wenn man Marketing betreiben will. Was noch ganz wichtig ist, ist, die Zuordnung erfolgt tatsächlich nur mit diesen 12 Statements, also nicht mit Soziodemografie. Das wird dazu gar nicht abgefragt und fließt auch nicht ein. Und das sind dann Fragen wie Zustimmung zur Aussage setzen, ich informiere mich umfassend über Politik und Zeitgeschehen oder Selbstverwirklichung ist mir in meinem Leben total wichtig. Und was Sie vielleicht schon mal gesehen haben, ist dieses Instrument, das sind die Sinusmilieus, das ist im Grunde sehr, sehr ähnlich. Also die Methodik ist im Grunde gleich, auch wenn wir am Ende anders zu den Kartoffeln kommen, so heißt ja dieses Modell letztlich auch. Und unseres ist noch nicht so ganz schick dargestellt, bitte sehen Sie es uns nach, es ist ja keine Marketingagentur, sondern ein Forschungsinstitut, aber grundsätzlich ist die Idee genau die gleiche und Sie sehen auch die linke Achse und die waagerechte Achse, es ist im Grunde auch sehr, sehr ähnlich, nur dass man da eben schöne optische Kartoffelchen draus gemacht hat und wir sind im Moment noch bei 9 Kästchen. Okay, warum ist das inhaltlich spannend? Merken Sie sich bitte mal kurz die innovativ gehobenen, die sind in der Abbildung rechts oben und die Unterhaltungssuchenden rechts unten. Denn die gucken wir gleich gemeinsam nochmal an. An denen sieht man nämlich ganz gut, dass Alter eben nicht so alleine ausreicht, um es nochmal ein bisschen plakativer zu machen. Die sind nämlich beide Lebensstile in einem Altersschwerpunkt unter 40 Jahren. Und wenn Sie sich mal grob angucken,
Was die so für Kulturinteressen haben oder was sie in ihrer Freizeit machen, ist, glaube ich, auf den ersten Blick schon relativ klar. Okay, die sind etwa gleich alt, aber die ticken ganz offensichtlich anders. Und aus Sicht eines Kulturangebots sind sie im Zweifelsfall auch anders anzusprechen. Während man eben bei den Unterhaltungssuchenden so Sachen sieht wie Malen, Zeichnen, Graffiti, ist dann eben bei den innovativ gehobenen auch Instrument spielen, Theater spielen, tanzen, singen drin. Das ist ganz spannend. Man sieht auch, wenn man noch genauer reinguckt in die Lebensstile, die sind schon alle irgendwie kulturell, künstlerisch aktiv, aber eben unterschiedlich. Und sie nutzen auch alle Kulturangebote, aber unterschiedliche und teilweise mit unterschiedlichen Kulturbegriffen. Also manche eben eher die Sachen, die wir so als Hochkultur bezeichnen würden, andere tendenziell eher Sachen, die wir als Populärkultur bezeichnen würden. Aber kulturell aktiv sind sie letztlich alle. So, und das sieht man auch ganz schön, wenn man nochmal ganz konkrete Kulturangebote anguckt. Und ich habe jetzt hier zwei Beispiele rausgepickt, einmal kurz Kunstmuseen. Weil wenn man da reinschaut und die Zahlen anguckt zu der Wahrscheinlichkeit, in der jemand in den letzten 12 Monaten ein Angebot im Bereich Kunstausstellungen besucht hat, dann sieht man, das ist in Altersgruppen tatsächlich ziemlich ähnlich. Also da könnte ich überhaupt nicht vorhersagen, welche Altersgruppe da am wahrscheinlichsten auftaucht, weil es ist fast gleich. Empirisch würde man sagen, kein Unterschied, weil es extrem nah beieinander ist. Und wenn Sie jetzt mal nach rechts in die Abbildung zu den Lebensstilen schauen, dann sehen Sie da aber doch ganz erhebliche Unterschiede in den Zahlen. Also den höchsten Wert haben, deshalb habe ich es gerade schon rausgestellt, die innovativ Gehobenen mit 77%. Sie sehen oben drüber auch, der Durchschnitt aller Befragten ist 45%. Also die innovativ Gehobenen haben also eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, dort aufzutauchen, als die Gesamtbevölkerung. Und wenn wir es mal plakativ gegenüberstellen, sehen Sie genau umgekehrt unten links die bodenständig Traditionellen, die eben wesentlich weniger wahrscheinlich auftauchen. Und Sie sehen erstens, sie tauchen alle auf, das meinte ich eben, aber halt mit einer unterschiedlichen Wahrscheinlichkeit. Es gibt hier keinen Lebensstil, der innerhalb der letzten 12 Monate überhaupt nicht Kunstausstellungen grundsätzlich besucht hätte. Aber die Wahrscheinlichkeit ist unterschiedlich und man kann auch so ein bisschen eine Tendenz sehen, je höher das Ausstattungsniveau ist und je moderner, biografisch offener ein Mensch ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er oder sie ins Theater geht. Das Gleiche sieht man auch wunderbar, wenn man bei Theater schaut, denn tatsächlich ist die Besuchswahrscheinlichkeit alterstechnisch auch sehr ähnlich. Die ersten beiden Gruppen haben, glaube ich, knapp 39% und ab 60 hat 46%, auch immer noch statistisch sehr ähnlich. Und auch bei den Lebensstilen sieht man hier dann wieder die Verschiebung, bodenständig traditionelle einfach wesentlich weniger wahrscheinlich als die innovativ gehobenen. Von der Tendenz hier wieder sehr ähnlich. Und wenn ich das jetzt hier so sehe, dann traue ich mich aus dem Fenster zu lehnen als Forscherin und zu sagen, also ich kann vom Alter einer Person, wie gesagt, nicht wirklich sinnvoll ableiten, wie wahrscheinlich jemand im Publikum auftaucht. Wenn ich den Lebensstil kenne, ist das aber wesentlich einfacher, das vorherzusagen. Und noch ein kleines letztes Beispiel, um den Nutzen auch zu zeigen. Wir haben auch abgefragt Motive für einen Kulturbesuch. Das ist ja auch John Falk zum Beispiel ein relativ häufiger Wissenschaftler, der auch Verwendung findet, vor allem im Museumsbereich. Also warum kommen denn Leute eigentlich zu mir ins Haus? Und zwei zentrale Ideen dabei sind Kinder unterhalten, anregen und neue Gedanken und Ideen bekommen. Und auch da sehen Sie, dass sich das zwischen den Lebensstilen durchaus unterschiedlich verteilt. Also gerade wenn man so ein bisschen überlegt, welche Lebensstile nach den vorherigen Auswertungen nicht so wahrscheinlich in den Kulturangeboten auftauchen, ist offensichtlich Kinder unterhalten, anregen, aber doch ein ganz zentrales Thema und damit vielleicht auch eine gute Stellschraube, um da Anknüpfungspunkte zu finden. Wären eben neue Gedanken, Ideen auch ganz klassisch besonders stark bei den Lebensstilen ausgeprägt sind, die ohnehin schon recht wahrscheinlich auftauchen. Das heißt, da ist auch eine unterschiedliche Anspruchshaltung dahinter, die ein bisschen mitbestimmt, was die Leute von einem Kulturbesuch eigentlich erwarten und was sie letztlich zufriedenstellt, wenn sie wieder aus der Tür rausgehen. Also, dass sie das mitgenommen haben, worauf sie eigentlich auch wirklich Lust hatten. So, und dann vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassend. Warum ich sagen würde, Lebensstile sind an der Stelle besonders wertvoll, oder soziale Milieus, also einmal ganz allgemein, weil man damit eben kulturelle Teilhabe in der Bevölkerung
besser verstehen kann, also auch plakativer beschreiben kann. Man kann mit diesen Lebensstilen auch Ausschlussmechanismen deutlicher machen als mit Soziodemografie. Und man kann diese Daten eben wunderbar auch für Kulturpolitik und Verwaltung, für kulturelle Teilhabestrategien verwenden. Aber eben auch für die Kulturangebote direkt. Man kann einmal, wenn man die Daten eben vorliegen hat, auch nachvollziehen, inwieweit sich diese Lebensstile in der Bevölkerung verteilen, versus in meinen Besucherinnen-Forschungsdaten. Da sind wir in Berlin in einer sehr glücklichen Lage, dass wir beide Datenquellen haben über Bevölkerungsbefragung und Besucherinnenforschung. Man kann tatsächlich auch ganz gut sehen, wie sich Besucherinnenschaft verändert. Das kann tatsächlich richtig spannend sein, weil manchmal stellt man aufgrund der Soziodemografie fest, es ist eigentlich gar nichts großartig passiert, wo man vielleicht tatsächlich gezielt versucht hat, unterrepräsentierte Gruppen zu erreichen. Und wenn man dann in die Lebensstile schaut, sieht man aber vielleicht doch leichte Veränderungen, obwohl die Soziodemografie gleich geblieben ist. Und das ist ein schönes Beispiel, der eintrittsfreie Sonntag in Berlin, der gerade läuft. Denn da ist es tatsächlich so, soziodemografisch sieht man, dass die Besucherinnenschaft, die dahin geht, vom formalen Bildungsgrad sich nicht unterscheidet vom klassischen Publikum. Wenn man aber in die Lebensstile schaut, sieht man, dass durchaus einige häufiger da sind oder wahrscheinlicher da sind, als sie es sonst wären, während das klassische Publikum verhältnismäßig ein bisschen weniger da ist. Naja, und Sie ahnen es schon, weil wir brauchen ja auch eine Überleitung zu Herrn Schweibens. Man kann mit diesen Lebensstilen wunderbar Personas bilden und dann tatsächlich in der praktischen Anwendung arbeiten. Und da das ja gleich nochmal en Detail kommt, zeige ich das nur ganz kurz auf, wie wir das machen. Denn tatsächlich würden wir es so machen, dass wir erstmal die Besucherinnenforschungsdaten sichten. Das sind jetzt hier in dem Beispiel Kulmon-Daten aus dem Staatlichen Museum Schwerin. Das sind also links hier in der Abbildung tatsächlich die 1:1-Daten aus der Besucherinnenforschung. Dann würden wir in Schritt 2 schauen, was gibt es denn noch für Daten, um das vielleicht nochmal zu unterfüttern. Und da sieht man hier die Steckbriefe, die wir auf Basis unserer Bevölkerungsbefragung auch zu den Lebensstilen schon gebaut haben, wo eben einfach auch nochmal ganz viel Details zu den einzelnen Lebensstilen drinstecken. Und dann hätten wir im nächsten Schritt eine erste grobe Persona gebildet. Die haben wir damals Dagmar genannt und haben einfach schon mal angefangen, sie etwas genauer zu beschreiben auf Basis dieser beiden Datenquellen. Und dann sieht man in Schritt 4 hier die vorsichtig unterfütterte Persona auch für das Staatliche Museum Schwerin, bei dem dann einfach versucht worden ist, okay, was heißt denn, wenn man zum Beispiel sowas Allgemeines wie links in der Abbildung stehen hat, wie sie informiert sich über die Lokalzeitung, interessiert sich vor allem für das aktuell besuchte Museum, aber nicht so wirklich breit für Kulturangebote. Was heißt denn das, wenn ich das jetzt aus Staatlichem Museum Schwerin formuliere? Und das ist, wenn man sich das so durchliest, Dagmar ist ja hier nur verkürzt, eben doch wesentlich verständlicher und plakativer und erkennbar, wer da jetzt eigentlich dahinter steht. Da kann man sich schon ganz gut vorstellen, wie ein Mensch mit so einem Lebensstil wahrscheinlich ticken wird.